Und womit sie nicht rechneten war, dass es tatsächlich ein Cut war. Und willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Ich habe das seltsame Abschlussgemurmel von mir genommen, um zu schauen, wie lange wir schon aufnehmen und ob überhaupt die Einstellungen so passen. Dabei ist rausgekommen, wir nehmen lang genug auf und die Einstellungen passen nicht. Die Einstellungen sollten jetzt passen und ich habe diesmal wieder keine U dabei. Und deswegen wird es wieder so ähnlich an wie beim letzten Mal. Oder aber, wir eröffnen eine Bar. Huch, das macht bling bling. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. I am looking for clocks. Ja, nicht das, was ihr denkt. So, richtig hinsetzen. Dann halt ohne Uhr. Das ist jetzt irgendwas kurz vor Mitternacht. Winterzeitlich gesehen, aber wir haben ja Sommerzeit. So, kann ich irgendwas erleuchten? Oder? Aha! Ich verstehe noch nicht ganz. Naja, also das kommt dahin. Warum zoomt's? Ich mache irgendwas kaputt. Ich mag es nicht, Sachen kaputt zu machen, ohne vorher gefragt worden zu sein. Ich verstehe noch nicht. Wie soll ich nur blau leuchte? Sollte ich nicht auch irgendwo mal anders leuchten? Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Ich glaube, ich verstehe es zumindest. Ich tue einfach mal so, als würde ich es verstehen. Jupp, ich verstehe es. Problem ist nur, da fehlt eins. Komm! Und befreit mich aus meinem Exil. Die Sache ist die, wenn irgendwas im Exil ist, dann gibt es immer einen Grund dafür. Wer wagt es, sich der Königin der Nacht zu widersetzen? Ein kleines Nichts mit Locken ganz rot. Ich hoffe, die beiden hauen mich nicht tot. Also, traue deinen Augen nicht, das ist kein Traum. Hier ist eins real, die wollen unseren Tod. Lass mich doch lesen und danach kämpfen. Ich bin nicht Multitasking. Jetzt habe ich die Stimme halt voll verkackt. Der Stimmbruch der kleinen Aurora geht weiter und der Typ hat auf einmal eine Nieselstimme. Das ist aber vollkommen wurscht. Wir haben nämlich keine Themen so normal. Es läuft super. Jetzt hat er erstmal ein bisschen Schaden genommen. Wir bekommen Jupiter Speer ab. Kommen wir so noch mehr Kurs irgendwas ab. Also der Wichser denkt sich, er muss sein Tempo erhöhen. Versteht sich nicht ganz warum, aber hey. Hieb! Bap! In die Fresse! Kommt von mit Tempo schon. Nice, Gegenangriff. So läuft es. Handeln, Hieb, aber diesmal auf den. Vielleicht überholen wir ihn? Ja, super. So, diesmal... Oh shit, ich hab... Die Hure macht einfach immer weiter. So. Ich hab... Ist jetzt die Frage, ich kann... Ich hau den da einfach nochmal, voll auf die Glocke. Jetzt müsste den dann erstmal raushauen. Okay, jetzt brauche ich erstmal Schutzschilde. Jetzt kommt zwar der Wichser, aber ich bin erstmal gepanzert. Und ich mache noch einen Gegenangriff, nice. Und ich bleibe immer noch gepanzert, deswegen könnt ihr mir noch gar nichts antun. So, dann werde ich jetzt, denke ich mal, den hier finishen. Das sieht schon ziemlich kaputt aus. Jawohl, einer down. Noch einer da. So, das machen wir am besten. Sehr lang. Ich kann gerade alles gut gebrauchen. Auf den da. Ah, ja, ich war vor ihm. Gerade so. Und dann vielleicht schafft es. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt handeln und
Hieb auf den. Warte. Jawohl. Der bewegt sich nicht mehr, ich muss durchhalten. Den da. Batz! Geschafft! Ah, und Level 6 gewonnen. Stufen auf die Bam 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 fortsetzen. Wahnsinn, Magie, Sternstaub. Keine Ahnung, was das ist. So, wir haben irgendwas befreit. Ein Engel. Das heißt, die halb weibliche Stimme war gar nicht mal so schlecht. Intuitiv habe ich die genommen. Das ist Aurora, gute Frau. Madame, im Traum gefangen, hält mich irgendwas, doch ich bin bereit, nun zu erwachen. Kind, eine Vision, nimm meine Hand. Und Aurora gab der unheimlichen Frau die Hand. Einst schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, Alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein. Eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf. Ich danke sehr. Red ich zu fad? Fallt ihr in Schlaf? Ich spreche wahr. Keine mehr. Entschuldigung übrigens gerade für dieses seltsame Leckteil, das ich da hatte. Ich habe am Mikrofon irgendwie ein bisschen... Egal. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Thron davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkle mit aller Macht. Freie Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich. Mein Vater erwartet mich. Der Klüvung verbrach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr, auch einen Namen habe ich. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Igniculus, euch zu helfen. Ein Käfer, groß wie eine Nadel, zu wenig, wie ich finde. Die Gestirne zu holen. Schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond suchen höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch eines Baumes Dornenkleid. Unterwegs wird dir Hilfe gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Oh, welch Wunder, welch Staunen. Erstaunen. Ich fliege wie ein Fee, als wäre es nichts. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu, behalte diese Zauberkrone auf dem Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du? Nie! Noch ein letztes, bevor ich von dannen sehe. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ich höre dich nicht, Kind, sei auf der Hut. Leb wohl. Warte, aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgebe mich nicht von den Losernacht. Meine Stimmbänder sind kaputt. Und das Geheime hat ein Ende. Nun denn, drücke W, um zu fliegen. Hui!
Und so wanderte Aurora durch den Forst fern von daheim. Nur die Sterne zum Hirten. Vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam, suchte sie nach Sonne und Mond, nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln, wartete Umbra, die Schlimme, auszulöschen Auroras Funken. Ja, kann ich wieder reden? Super. Ich werde jetzt ein bisschen hier rum experimentieren. Eigentlich will ich gar nicht da. Ich will dahin Fertigkeitspunkte, nämlich. Nein, ich dachte, dass ich jetzt irgendwie. Was erwarte ich eigentlich? Ich hatte irgendwie gedacht, dass jetzt vielleicht durch dieses Fliegen, dass man da irgendwie irgendwas bekommt. So, skillmäßig irgendwas, was mit Fliegen zu tun hat. Wenn Aurora abstürzt. Auwei! So fühlt man sich also dabei. Flieg, Aurora, du bist frei. Wer hat es jetzt gesagt? Kapitel 3, Gen Westen. Ich will nochmal zurück zu Kapitel 2. Nun, ich würde sagen, das Rote ist klar. Nach links müssen wir fliegen. Dann werde ich das Dornenbaum sicher gewahr. Ach, Horik, Nikolus, versuch mich einzukriegen. Wir werden nochmal zurückfliegen. Da waren Abenteuer, groß und klein. Bekenntnis Nummer 1. Bekenntnismenü öffnen. Escape. Wahnsinn. Krass. Ja, also bisher dachte ich so, wir machen das Spiel so kurz durch, dauert nicht lang. Aber wenn man die Welt so wahnsinnig toll erkunden kann, werdet ihr noch sehr lange mit mir dieses Spiel aushalten müssen. Tut mir leid. Ui, macht das Fliegen Spaß. Auch wenn es irgendwie jetzt nicht so die mega geile Flieg-Engine ist, aber es ist schon voll cool. Ich mag das Spiel. Nach oben, up, up and away. So fliegen wir vorbei. Oh Gott, ich fange auch schon probieren zu reimen. Das ist nicht gut. Wie hoch kann man da? Auch meinen Traum folgen und lachen? Was soll ich nur machen? Oh Gott, da ist ein Clown. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Auch meinen Traum folgen und lachen? Bist du ein Mann oder eine Frau? Werd dir das gewahr? Ist das ein Schrein? Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht ihn als ein Zeichen. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Jetzt habe ich auch den Reim mit den Zeichen verstanden. Okay, jetzt sind wieder irgendwie Gegner. Ja, ja, was soll er nur machen? So, wir gehen mal wieder da rein, denn, wie wir alle wissen, lassen wir nichts unversucht, um diesen Drachen aufzupassen. Nee, der war nicht so. Aber hier war doch irgendwo. Nee, da muss ich hin. Denn hier. Tuk, 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 tuk. Und Platz. Tick, 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 tick. Ich will runter. Kann man da auch zerquetschen? Nein. Okay, also vielleicht schon, aber. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gerade mitbekommen hätte. Obwohl man da schon aufpassen muss. Hui, Geister und Gespenster. Hier passiert nichts. Ach weil, was soll ich nur machen? Hör auf, mit dir rumzuringen und fang an zu lachen. Oh, was ein Reim, was ein Reim! Upsa, voll in den Kampf geflogen. Hab gar nicht gesehen, dass da. Ja, war auch für mich ein bisschen überraschend. Na gut, dann machen wir den einmal kurz fertig. Schieb. Zack. Bam. Und dann machen wir die einmal kurz fertig. Pop. Handel. Da, da. Da drauf. Nein! Du fieses, böses, widerliches Ding. Den Niergang ich dir bringe. Voll anstecken, dieses Gereime. Und das. Verwundbar durch Licht. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ich sollte auch in dieses Spiel zu spielen. Aber nicht jetzt. Zu viel Spaß. Spaß. Ich habe Spaß. Ja.
da, 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 da. Apropos Alice im Wunderland. Wer hat denn das gerade erwähnt? Ich bin ja erst so richtig darauf gekommen, das zu lesen, nachdem ich diesen einen Manga da angefangen habe. Jetzt habe ich nur den Namen vergessen. Are You Alice? Richtig geil. Verzeiht! Kleine Dame, sahst du da lustigen Ballons im Gewimmel? Einhörner, die auf Bällen balancieren? Oder Einhörner Zelte, die zu den Sternen sich strecken? Meint ihr vielleicht zum Himmel? Ich fürchte nicht. Verflixt, hier sitze ich nun, es ist bizarr. Verzeiht die Frage, aber seid ihr ein Narr? Werft einen Blick auf diese Notiz. Meint ihr etwa jenen Brief? Was ist das Gekritzel, das ich dort sehe? Ach geh, das ist Latein, wenn ich's recht verstehe. Rubella, teure Schwester, schwarze Nacht erfasst unser Land. In dunklen Zeiten muss einer erheben seine Hand. Darf sich nicht verstecken in der Wolkenpalast, sondern muss jonglieren mit der Weltenlast. An der Pforte des Todes er strauchelt und fällt. Doch tanzend triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen, das ist hier die Frage. Die Antwort ist klar, mein Traum zu leben, bin ich geneigt. Folge dem Wanderzirkus in die Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei einer gewiss. Ich denke an dich, dein Bruder, Tristan. Ups, es ist doch eine Frau. Tristis brach unseren Akt in zwei, wollte eine Karriere als Einzelgänger, ließ Rubella zurück. Mich Lemurias geistreichte Stimme. Meint sie nicht eher Sänger? Wie auch immer, wir haben viel zu tun. Und dabei dürfen wir nicht länger. Würdet ihr mich mitnehmen, geruhen? Meine Taschen sind gepackt. Finden muss ich meinen Bruder. Und retten uns doppelte Nummer. Akt. Wisse, dieser Weg ist riskant. Mit Kreaturen unbekannt in unserem Land. Ich bin ein geübter Artist. Und komme schon klar mit diesem Quark. Mist. Rubella hat sich der Gruppe angeschlossen. Rubella in Not. You play Aktion abgeschlossen, Komödie, whatever. Jetzt You play da drin macht. Na jedenfalls doch schön, jetzt haben wir noch einen weiteren Kameraden gewonnen. Denn mehr ist immer witziger. Ja, ja. Lohnt sich merken. Je more the merrier. So, ich glaube die 20 Minuten sind es dann auch langsam mal um. Boah, ich bin nur noch gegen so einen Tag gekämpft. Oh, guck mal, da hockt was rum. Handeln. Heilung. Verteidigung. Überrumpelung. Mach dann Valditus an. Batz. So, dann handeln wir mal gegen... Schade. Gut, dann werde ich mal fliehen. Stimmt, man kann fliehen. Sauber. Ich habe gerade voll nicht aufgepasst, was hier passiert. So, wenn ich es jetzt richtig einschätze und ich überrumpeln den da mache. Fuck, da muss ich doch noch weiter auf den. Und jetzt nochmal Hieb auf den da. Hau ich den da jetzt kurz raus. Oh Gott. Jetzt wurde von der das Tempo erhöht. Oh, warte. Egal. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, wenn ich die Dinger anweise, während ich auf der bin, gehen auch die los. Warum ist sie jetzt schon Level 8 und ich bin jetzt Level 6? Habe ich so wenig gekämpft oder was? Das ist ja richtig taktisch hier. Richtig taktisch, da ist hier ja noch. Gut, ich bin gerade mit der dran. Ich kann probieren, die auszubremsen.
Yep, geschafft. Ist die Folge auf wenig gehen. Das Vieh scheint mir gerade schneller zu sein. Wenn ich jetzt auf die da gehe, kann ich die noch ausbremsen und vielleicht dann noch mit dem da wieder zurückholen. Oder gleich ausschalten, was mir auch lieb ist. Jawohl! Level 7 und Level 9, beide Level up. Nice. Das ist doch schon mal was. Und irgendein geschliffenes Zeug gefunden. Welch ein bombiges Abenteuer! Würde ich nicht das Zirkusgeschäft betreiben, wo eine Leuchtkarriere mich erwartet, würde ich wohl bei euch stehen. Bleiben? Tut mir leid, Kamerad. Ich will nichts mehr hören. Ich muss ein Publikum bezirzen. Meinst du vielleicht betören? Ja, ja. Combo Breaker. Immer gibt es irgendjemanden, der aus der Reihe tanzt. So, es hat gerade gespeichert, wie ich sehe. Und damit würde ich sagen, beenden wir dann noch diese Aufnahme. Mit diesem lustigen Clown, der uns irgendwas vorgaukelt. Ah, jetzt ergibt das auch alles einen Sinn. Mit einem letzten Aufrüsten unserer Magieresistenz und einmal dem Aufleveln von ihr hier. Und zwar haben wir einmal die Reihe. Okay, das wird jetzt ein bisschen längere Aufnahme. Die letztere war dafür auch ein bisschen kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, es sind 1, 24. Geht's einfach mal voll aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25! Glaube ich. Also wir haben die Heilroute, aber die Überrumpelung, einmal verteidigen. Stärke, wieder Lebenspunkte, MP. Wenn die Lebenspunkte ausweichen, MP-Aufwertung, man muss jetzt alles gut durchlesen. Es wird alles sehr taktisch nachher, ich habe das im Gefühl. Stärke, Schutz verleiht, Verbündete sind 4 Runden lang vor allen Statusleiten geschützt. Die maximalen Lebenspunkte, Verteidigung, bla bla bla, Stärke, Sturzangriff. Okay, das ist so ein bisschen supportmäßig. Schutz vor Leid. Heilung. Ich finde es mit Wiederbeleben eigentlich ziemlich geil, die Route. Das Problem ist, dass er dann überhaupt keinen Angriff hat, ne? Man hat ja schon so ein bisschen, oder? Ne, das ist halt nur heilmäßig drauf. Aber ja, Wiederbelebung ist halt schon krass. Aber dafür hat man da halt Angriffe. Und hier hat man da Angriffe? Ich glaube auch nicht, oder? Schutz vor Leid. Also die beiden hier sind voll die Support-Routen und hier ist noch so ein bisschen mit Angriff gemischt. Schadensleiden ist aber auch nicht das Beste. Und wenn ich eigentlich schon mit meiner TUS auf voll hier Kampf gehe, könnte ich mit eigentlich so auf Wiederbelebung gehen. Mache ich, glaube ich, die Route. 4, 3, 2, 1, 0. So. Und zurück. Lass uns speichern und ich verabschiede mich. Diesmal richtig und korrekterweise. Wir sehen uns bis irgendwann. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ich wiederhole mich. Blub und tschüss.